Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi-Amateur und ja, wir sind weiterhin in diesen Höhlen in Londinium und ja, wollten ja gucken, wohin diese Tunnel führen und hoffentlich zu dem Aldermann, den wir ja befreien wollten, ne? Den sehr kranken Aldermann. Und da ist jetzt schon wieder so ein... Hier seht ihr diese Knochen, ne? Die dann sofort die Leute alarmieren. Kommen wir hier hoch? Und über die Knochen rüber? Werden die zumindest nicht alarmiert, ne? Ich muss mich in Acht nehmen. Da kommt man auch nicht so ran, ne? Da muss ich mal... Obwohl, warte mal, warte mal. Uiuiui. Nicht dagegen kommen. Hier vorne ist ein Loch. Wir machen zwar jetzt wirklich auf die Assassin's Creed-Weise. Truhe nehmen wir mit. Der ist weg. Den eliminieren wir von oben. Auf unseren Wegen tummeln sich überall Mercer. Man kann nicht mal zwischen hier und Bolingbroke pissen, ohne um einen gottlosen Handel gebeten zu werden. Der viele Verkehr macht das Schmuggeln wirklich schwierig. Schmuggeln wird er. Trotzdem besser als Tribut zu zahlen. Ich werde mich der mercischen Krone nie wieder beugen. Und dann war's. Ein kleiner Unfall, ne? Für die drei. Zack. Und der liegt auch auf dem Boden. Wunderbar. Überall diese Klimperknochen, ne? Die mich ja dann verraten würden. Oh, hat mich da einer gesehen? Wir plündern jetzt mal alles. Oh, da kommt er angelaufen. Wupp! Das hat er gehört. Mal gucken. Komm, komm, komm. Und Attentat. Zack. Sehr schön. Haben wir doch alles hier, ne? Bin ich jetzt nicht alles täuscht? Da ist ein Schlüssel. Den brauchen wir natürlich. Wo schleiche ich eigentlich noch? Hier kommen wir nicht durch, ne? Ist die Frage, wie kommt man zu dem Schlüssel? Und wofür brauchen wir den überhaupt? Also die Truhe können wir aufmachen. Einen langen Bogen. Das ist schon mal nice. Ich guck mal, ob man von hier oben an den Schlüssel rankommt. Nee, das ist außerhalb, ne? Außerhalb dieses Verlieses. Aber hier war auf jeden Fall noch eine fette Kiste, ne? Die holen wir uns. Zack. Hallo, was machst du da? So. Jetzt aber. Kupfernickelbarren. Gönnen wir uns. Interagieren mit der Schüssel oder was? Okay. Hä? Oder wahrscheinlich mit dem Stuhl, ne? Hier geht's hoch. Ja, das ist ein anderer Weg auf jeden Fall.
Hier haben wir noch eine Truhe. Oh, Rune der Leichtigkeit. Ja, alles klar. Ich denke mal, wir müssen hier wieder hoch. War das der Weg, wo wir hergekommen sind? Nee. Sieht nur so ähnlich aus und die Quelle der tosenden Meg oder Meg, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ui, hier liegen aber so einige tot. Hier wurde gekämpft, aber um was? Das ist jetzt die Frage, ne? Mal gucken. Wenn wir mal ein bisschen Detektiv spielen hier. Ein Kampf zwischen Edellingen und Räubern. Die Räuber sind dabei nicht gut weggekommen. Allerdings. Oh, da ging's ja aber heiß her. Schießt er denn nach oben? Aber hier liegt noch was. Ein edles Gewand mit dem Bild eines Schwans. Hier muss der alte Mann entlang gekommen sein. Ne, Schwan, da hat er ja auch dieser eine Bischof, hat er ja so ein Schwanenteil da um sich, ne? Also, wenn der da mal nichts zu was mit zu tun hat, der Junge. Fressigen Besen, hat er auch schon so komisch geguckt, ne? Also, das war ja eigentlich schon sehr auffällig, wie der geguckt hat. Haben wir hier noch was? Da unten ist der Schlüssel da unten. Auf jeden Fall unterirdisch, ne? Oder ist das hier, da vorne blickt noch was. Da kommen wir so nicht ran, ne? Und hier brauchen wir den Schlüssel. Also wird der Schlüssel da unten irgendwo sein. Ist er? Aua. Rein ins Nass. Genau. Schlüssel haben wir. Einmal nach oben. Und dann können wir ja die Tür jetzt aufmachen und quasi das letzte Puzzlestück uns gönnen. Nochmal gucken. Hier vorne leuchtet ein Brief. Und zwar ein neuer Vorschlag. Orwin, wir haben ein Angebot von einem mir unbekannten Sachsen erhalten, der um freies Geleit durch die Tunnel der Kloake nach Boblingbrock bittet. Es geht um eine beträchtliche Summe, weswegen ich glaube, dass er etwas von großem Wert bei sich haben wird, das er vor neugierigen Blicken verbergen will. Bestehe darauf zu erfahren, was es ist, ehe du einwilligst. Wenn es etwas wert ist, verlange das Doppelte. Wenn er sich weigert, dann töte ihn. In Liebe, Lucianus. Alles klar. Ein sächsischer Edelmann hat Räuber dafür bezahlt, durch diesen Tunnel zur Bolingbrook-Feste schleichen zu können. Die mersischen Edelinge haben einen Pakt mit Räubern geschlossen. Sie haben Wegezoll für diese Höhlen bezahlt. Als es soweit war, haben die Räuber die Edellinge überfallen, aber es lief wohl nicht nach Plan. Im Kampf verlor der Aldermann sein Gewand. Aber er entkam und lief Richtung Bolingbrook-Feste. Das ist meine beste Fährte. Alles klar. Dann werden wir da mal hin. Reisen und gucken. Ist ja auch nicht so weit weg, ne? Ich glaube, nö. Einfach nur in diese Richtung, 500 Meter. Ah, frische Luft. Genau. Ah, stinkt's nach Kloake und Kudung.
Aber wir holen mal unser Pferdchen, dann geht das auch ein bisschen schneller. Da kommt es angeritten. Sehr schön. Braves Pferdchen. Ja! Es sieht hier so ein bisschen herbstlich aus, ne, in der Gegend. Ähnlich wie in Vinland. Was ist hier los? Das war bestimmt irgendein wildes Tier wahrscheinlich. Was die Fährte aufgenommen hat, die Witterung. 100 Meter, das müsste ja gleich hier vorne sein, ne? Da sehen wir schon die Turmspitzen. Scheint wahrscheinlich schwer befestigt zu sein, das Ding hier. Ich lass mal den Raben fliegen, um zu gucken. Hilf mir, sei meine Augen. Okay, da oben wird da wohl sein. Hier gibt es aber auch einiges zum Abgreifen. Vielleicht lassen wir das hier unten jetzt mal alles liegen und versuchen gleich direkt da oben in die Feste reinzukommen. Ja, und ersparen uns eine Menge Ärger. Gucken wir mal, wo es hier am besten reingeht. Wenn wir hier unten langlaufen, kommen wir hier... Oh, alles klar, hier vorne müsste man das aufschießen, ne? Ansonsten wird das schwer, da reinzukommen. Da ist auch ein Schlüssel. Alles klar, wir gucken mal auf der Mappe, wo wir uns genau befinden. Alles klar, die sollen wir alleine infiltrieren? Okay, dann würde ich sagen, durch den Graben, dann die, das Tor runterlassen und dann ballern wir in die Burg rein. War ja hier vorne irgendwo der Graben, ne? Die werden sofort angreifen. Genau, hier ist der Graben. Die Buddenbrook-Feste. Hier hoch? Natürlich nicht, ne? Das Problem ist... Na doch, so geht's. Was? Du da? Dein letztes Stück, Akku! Die beiden machen auch platt. Ich bin auf der richtigen Spur. Die Feste wird gut bewacht. Sogar sehr gut bewacht, ne? Wir gehen da jetzt aber einfach mal rein. Ups. Joch ist ein eigener Gefangener. Er ist ein kranker Mann, lass ihn. Außerdem haben wir es doch gut. Wir können den Lindesäge Heiden jagen und den Botolfston huren. Mag sein, mag sein. Man wird nur dumm vor lauter Langeweile. Nimm dir Ale und lass uns die Heiden später häuten. Häuten? Hier wird nichts mehr gehäutet, mein Freund. Besten... Kletter da mal hoch, ne? Ah, man kann da auch... Ich hab eine Idee. Man kann da auch hier von hier oben durch dieses eine Fenster und dann die schön nacheinander da vorne. Und dann ist man ja gleich oben, ne? Ey, Eber, runter da. Genau, jetzt sind wir nämlich eine Etage höher. Da können wir uns erstmal um den Fettsack kümmern. Wobei, wir können ja auch das hier runterballern, ne? Noch besser. Einmal über den Tisch springen. Und nochmal auf den Kopf. Und dann hat sich das erledigt, mein Freund.
Oh, wir haben ja ein Buch des Wissens. Das hauen wir uns natürlich rein. Und zwar Blick der Nornir. So, aber was müssen wir jetzt hier machen? Da vorne ist noch eine Tür, ne? Die. Und hier war ja auch ein Brief, ne? Kann das sein? Oder bin ich jetzt völlig doof? Da ist der Brief. Guck, was da steht. Einsammeln. Nachricht vom Hirtenstab. Hinweise auf den Orden. Ordenshinweise. Sehr geil. Muss mich auch noch drum kümmern. Um die Ordensleute. Und hier geht's ja schon wieder runter. Du hast dich als wahrer König gezeigt. Geboren in einer Zeit der Wölfe. Du hast dir Ruhe wohl verdient. Danke, wunderschöne Galbina. Deine Treue ist so firm. Niemand kennt mich so gut wie du. Okay, da ist die Putze. Nun ist es Zeit für dein Bad. Darf ich dich waschen? Ja, gut. Sehr gut. Zeit für mein Bad. Mein Bad. Ist er das? Ja, das ist wirklich sehr gut. Das sieht doch ganz schön tot aus. Bin ich aber gespannt. Gut, mein Herr. Alles ist vorbereitet. Sollen wir mit dem Waschen beginnen? Ha! Wer da? Sei willkommen. Bist du hier, um deinem Herren Aldermann Tribut zu zollen? Er ist doch tot. Hast du gerade noch mit ihm gesprochen? Dein Aldermann scheint mir ja recht tot zu sein. Wie lange ist er so? Die Zeiten der angeregten Unterhaltung sind schon länger vorbei. Und doch leistet er mir noch Gesellschaft. Ich soll ihn waschen und seine sterbliche Hülle vorbereiten. Wer hat das befohlen? Soldaten. Sie brachten ihn her unter seinem leisen Protest. Ich tat mein Bestes, es ihm angenehm zu machen, aber dann schwand er dahin. Hunwald sollte vom Schicksal seines Vaters erfahren. Warum wird der Tod eures Aldermanns verschleiert? Ich habe alles gesehen, was ich wissen muss. Warum wurde der Tod des Aldermanns vertuscht? Die Menschen von Lincolnish hier sollten das wissen. Allen voran Hunwald. Als die Wachen ihn in meiner Obhut gaben, sollte ich das geheim halten, bis zu einer verabredeten Zeit. Als ich fragte, wer dies veranlasst habe, schlugen sie mich. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe alles gesehen, aber Hunwald braucht einen Beweis. Natürlich. Du darfst gerne seine Sachen durchsuchen. Ich bin nur nicht sicher, was sich am besten dafür eignen könnte. Ich finde etwas. Okay, dann sollen wir jetzt... Ich weiß nicht, was das ist. Und ich frage auch nicht... Ja, das dachte ich auch. Beunruhigend. Also sollen wir jetzt hier ihnen irgendwas abnehmen? Mal gucken. Ein Finger oder so? Über Rattendreck. Selbst im Tode ist mein Herr gut zu allen Wesen Gottes. Eieieiei. Wir haben hier einen Brief. Tribut an die Herrscher. Die gehen an Genealogie der anglischen Könige von Lindsege. Unsere Könige, die unter Gott und Woden geherrscht haben, sollen nicht vergessen werden. Ihre Linie ist so endlos wie der weite Himmel, denn sie herrschen über das Land der Lindisfarne, der Bretonen und der Angeln. Wir knien nieder vor ihnen. Woden, Kreta, Coeldiglis, Kebet, Buba, Beda, Biskop, Enfried, Etta, Alfried, Hubert, Hundewold und Hunwald. Letzter Name ist mit einer Mönchsfeder ausgekratzt. Okay. Warum? Weshalb? Wieso? Ein Puder aus getrockneten Beeren und Kräutern. Die Zeit zwischen seinem Ableben und seiner Beerdigung ist im... länger als gewöhnlich. Mein Lord muss ansehnlich bleiben für die Zeremonien. Galvinas Tagebuch. Einfach hier gelassen haben sie ihn, schwach und gebrechlich.
An den Armen haben sie ihn reingeschleppt, die Füße schliffen kraftlos hintendrein. Dann ließen sie ihn achtlos zu Boden fallen. So behandelt man doch keinen Aldermann. Das ist nicht recht, oh nein. Jedoch gibt es keinen besseren Ort für ihn. Aldermann Hundbeort ist nicht nun in meiner Obhut. Ich werde ihn zärtlich pflegen, das hat er verdient. Wir lassen nochmal unseren Blick schweifen, da liegt noch was. Was ist das? Eine Kiste mit muffigen Kleidern und eine Brosche mit einem Wappen. Das Haus des stürmischen Schwans. Das sollte reichen. Ich bringe diese Brosche zu Hunwald nach Lincoln zurück. Alles klar. Ich hoffe, er kann diese Neuigkeiten ertragen. Aber hier geht's ja noch tiefer, ne? Wir schauen nochmal. Hier ist auch so ein Sprengfass. Die Tür können wir aufmachen und hier machen wir mal kurz Boom Boom und gucken mal, was wir hier haben. Auf jeden Fall ganz schön gut Silber. Proviant. So, dann haben wir hier eigentlich alles gesehen und kommen, glaube ich, hier wieder raus, ne? Ach je, alles klar. So, wir schauen nochmal auf die Mappe. Und wir sind ja jetzt noch in dieser Feste, ne? Hier gibt es eine Rüstung. Vielleicht sollten wir uns gönnen. Ist ja dann wahrscheinlich... Gehört sie zu einem Set, ne? Wäre natürlich die Frage gewesen, ob es nicht schlauer gewesen wäre, da direkt da zu bleiben. Hier komme ich nämlich gar nicht mehr hoch, ne? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Durchbruch oder so. Hier vielleicht. Natürlich nicht. Ah, das ist aber auch... Okay, wir können aber hier durch den Graben. Das ist ganz gut. Dann uns nur um den Bereich da vorne kümmern, ne, wo die Rüstung ist. Dann müssen wir die hier nicht alle platt machen. So, kommen wir hoch. Alles gut. Es ist ja jetzt auch dunkel, ne? Das ist das Gute. Hier oben gibt's quasi. Oh, wer hat uns gesehen? Einmal und zweimal. Und der Dicke. Einmal auf dem Arm, einmal aufs Bein, nochmal aufs Bein. Ups. Nimm das! Hey, da hochklettern wollte ich doch gar nicht. Hey, hey, hey. Nochmal klappt das nicht. Komm mal heilen. Nimm das Schwert und hau ihn platt. Wie ein Steak. Oder ein Kotelett oder sowas. Zack. Und die Galungay-Hose. Sah eher aus wie Schuhe, ne? Aber egal. Okay, dann haben wir das schon mal safe
Ja, und den Rest können wir eigentlich uns auch schenken. Wir werden jetzt auf jeden Fall dann gleich die Schnellreise hierhin machen. Und hier oben diese Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Profi-Amateur.